Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht mich hier im Auto sitzen, das heißt, ich bin jetzt unterwegs und habe nämlich etwas vor. Ich möchte nämlich für Elias die neuen Schulsachen besorgen und danach alles vorbereiten, fertig machen, seinen Schreibtisch machen. Dabei wollte ich euch auf jeden Fall mitnehmen, denn es ist nämlich gar nicht so einfach, in der 5. Klasse die Schulsachen zusammenzutragen. Also zumindest in unserem Fall. Ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, aber Elias geht ja jetzt aufs Gymnasium und da gab es jetzt keine spezielle Materialliste, wie es zum Beispiel bei Felix der Fall war in der 1. Klasse, sondern da war es so, dass jeder Fachlehrer seinen Wunsch geäußert hat und jetzt haben wir nach und nach alle Fächer zusammen. Ich muss schon sagen, also man hatte auf jeden Fall einen großen Spielraum. Deswegen ist es für mich natürlich auch erstmal ein Neuland, das so ein bisschen zu herauszufinden, was am besten ist und was vielleicht am meisten Sinn macht. Also wenn ihr da schon Erfahrungen habt, dann könnt ihr mir das gerne einmal unten in die Kommentare schreiben. Und ich kann mal schauen, ob das vielleicht für uns auch Sinn macht. Also ich habe jetzt nicht mehr so viel auf meiner Liste. Ich wollte eigentlich ursprünglich zu Müller fahren, aber da muss ich von uns aus bestimmt so 40 Minuten fahren. Und die Zeit wollte ich jetzt leider nicht opfern. Deswegen gucke ich mal und hoffe, dass ich das jetzt bei Thalia finde und bei MacPaper und vielleicht ein bisschen was bei TK Maxx. Und bei Rossmann findet man ja auch Sachen. Ich bin wieder zu Hause. Ja, was soll ich sagen? Es hat etwas länger gedauert, als ich geplant hatte. Ich musste auch mein Ticket zweimal nachlösen, das habe ich zum Glück online gemacht, hatte dann trotzdem einen Strafzettel, also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin gespannt, wenn ich den habe. Dann starten wir einmal. Ich habe solche Ringordner für mein Kind besorgt. Die gibt es aktuell bei Rossmann in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für diese drei entschieden. Die sind so, ja, die sind recht schmal, also eigentlich so mitteldick. Es gibt noch schmalere, aber ich habe mich für Kunststoffordner entschieden, weil die natürlich auch robuster sind und dann länger halten. Man könnte jetzt hier auch auf 4 Lochungen zurückgreifen, damit es ein bisschen stabiler wird. Aber ich probiere das erstmal aus. Wir müssen es ja erstmal rantesten. Und wenn ihr noch einen 10% Gutschein habt, dann spart ihr da auch noch. Aktuell gibt es ja da auch Rabattierungen auf das Schulzeug. Dann habe ich von Teddy einmal so eine Dokumentenmappe, die werde ich dann in die Ringordner reintun. Ich zeige euch dann nachher, wie das aussieht. Also zum Beispiel im Fall Mathe könnte man da noch Millimeterpapier reinmachen oder ein Geodreieck oder, je nachdem, was in dem Fach gefordert ist, sodass das immer alles beisammen ist. Dann brauchte ich noch so einen ganz klassischen Stehordner. Dann kommen wir einmal zu den Pappheftern. Da habe ich nämlich ganz spezielle bestellt. Ja, ich sage extra bestellt, weil es die nicht im Geschäft gibt. Also ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Ihr kennt sicherlich die Firma Exacompta. Die machen auch normale Papphefter. Die gibt es auch bei Rossmann. Aber diese hier sind beschichtet. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen durch diese Glanzoptik. Und ich hoffe, dass sie einfach länger halten. Ich meine, irgendwie ist es so, dass jede Schule Papphefter vorschreibt. Allerdings halten die dementsprechend auch nicht lange. Das heißt, man muss die immer wieder neu kaufen. Letztes Jahr habe ich so gemacht, dass ich die dann in Folie eingeschlagen habe. Das ist, glaube ich, ein 10er oder 12er Pack. Da gibt es auch sehr schöne Farben. Das sind jetzt hier nur beispielhaft die 4. Die anderen, die habe ich jetzt auf Elias Schreibtisch schon liegen. Die werde ich dann für die restlichen Fächer verwenden. Ja, dann gab es noch einen Block. 120 Gramm pro Quadratmeter. Also ein etwas stärkerer Block zum Zeichnen. Dann habe ich 2 Hausaufgabenhefte bestellt, um einmal zu testen oder um zu sehen, welche mir besser gefallen, beziehungsweise welche ihm eigentlich besser gefallen. Das Ganze hat sich dann aber erledigt. Ich erzähle euch gleich, warum. Und zwar habe ich einmal diesen hier bestellt. Der sieht ja von außen total cool aus. Würde mir als Junge auch von den Farben her gefallen, überhaupt von der ganzen Optik. Und er hätte sicherlich auch Elias gefallen. Allerdings schreibt oder gibt die Schule schon das Hausaufgabenheft vor. Ich zeige euch den trotzdem einmal, falls ihr da vielleicht Interesse habt. Das ist eine ganz normale Unterteilung. Ich habe mir das jetzt auch ehrlich gesagt dann nicht mehr genauer angeguckt. Ja, da sind noch Sticker enthalten, also sieht schon gut aus. Ist so, ja, ist ein Softcover, das heißt, es ist auf jeden Fall biegsam. Kann vorteilig sein, kann aber auch nachteilig sein, je nachdem, wie ordentlich euer Kind ist. Allerdings habe ich mich dann für diesen hier entschieden. So, also das ist ein Gymnasial-Schul- und Studienplaner. Den habe ich auch von Amazon. Ich zeige euch mal kurz, wie der aufgebaut ist. Also der ist von der Haptik her super, super schön. Also hier könnt ihr ganz normal die Termine eintragen. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Meine Kurse, meine Klassen. Und es gibt natürlich Notizen.
Noten kann man eintragen. Also es ist wirklich an alles gedacht. Hier kann man dann die Stundenpläne reintragen und hier die Hausaufgaben dann jeweils. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der nächsten Woche ist, muss man nicht jedes Mal die Stundenpläne neu schreiben. Man kann sie aber immer wieder erneuern, falls sie sich ändern. Und wenn ich die Aufgabe erledigt habe, setze ich hier einfach einen Haken. Hier kann ich dann auch externe Termine reinschreiben. Man muss auch keine Daten vortragen. Es steht überall, wann Ferienbeginn ist, Ferienende. Und dieses Trennmaterial, das kann man immer wieder neu versetzen. Genau, und hier hinten, das fand ich auch sehr schön, gibt es nochmal so ein paar Tabellen und Informationen rund um das Thema Schule. Bei uns ist es allerdings so, dass wir den Planer schon von der Schule gestellt bekommen haben. Für Elias habe ich noch so eine A3-Zeichenmappe mitgenommen, die fand ich total passend mit diesen ganzen Motiven. Also die finde ich wirklich richtig schön. Macht auch einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Genau. Und dann habe ich noch solche Trenner hier besorgt für die Ringhefter, damit ich das eben alles unterteilen kann, weil das ist auch teilweise von den Fachlehrern vorgegeben. Und ansonsten habe ich hier noch einen A3-Block mitgenommen. Der hat richtig dickes Papier, 170 Gramm. Also vorgegeben waren 130, ich habe jetzt 170 mitgenommen. Zumindest in der Schule von Felix. Allerdings habe ich das nicht gefunden. Und das hier hat, glaube ich, nur 1,30 Euro gekostet. Die sind ja sonst sehr teuer. Das habe ich aus dem Laden Pepco. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist bei uns neu. Da war ich heute das allererste Mal drin und war positiv überrascht. Also schaut da gerne vorbei, wenn es vielleicht bei euch in der Stadt dieses Geschäft gibt. Ich kann es unten nochmal reinschreiben. Sehr, sehr schöne Stifte. Auch so Stifte zum Wegradieren. Also zum Beispiel so Marker. Die kann man ja normalerweise nicht wegradieren und da gab es ganz viele, so ein Pastellfarben, die wollte ich erst mitnehmen, habe mich dann aber für diese hier entschieden. Elias mag das nämlich total, wenn man das so wegradieren kann, schreibt damit auch total gerne. Aber die waren eben kleiner, deswegen habe ich gedacht, nehme ich die mit zum Highlighten. Dann gab es dort auch unter anderem so etwas hier, also Page Marker und auch in diesen schönen schlichteren Farben. Und auch die waren nicht teuer, ich glaube, die haben 79 Cent gekostet, 80 Cent. Und die kann man eben so schön einheften in den Hefter und kann sich dann eben so Sachen markieren. Da habe ich jetzt 3 Stück mitgenommen, auch für Felix 1. Und das fand ich auch total cool, habe ich so noch nie gesehen. Also das ist im Prinzip eine Mappe, da könnte man jetzt alles Mögliche reintun. Ich nehme das dann für die Pinsel. Also das ist ja auch gut abgebildet für Stifte, Zahnbürste etc., Besteck, je nachdem. Aber ich werde es eben, ja, wie gesagt, für die Pinsel nehmen. Dann habe ich noch so einen, wie heißt das, Correction Tape mitgenommen, Korrekturroller. Genauso habe ich gestern das hier noch bei Teddy mitgenommen. Also wir sind auf jeden Fall jetzt gut ausgestattet. Und bei Rossmann habe ich so einen Taschenlocher gefunden. Das finde ich natürlich auch praktisch, gerade wenn sie so Arbeitsblätter haben, die ungelocht sind, dass sie das dann eben gleich einheften können. Und den kann man in das Heft reinheften und dann zeitgleich auch damit vorne lochen. Und dann habe ich mich noch für Filzstifte von Stabilo entschieden, denn seine waren jetzt auch älter, ich glaube schon 2 Jahre alt. Und deswegen habe ich jetzt einmal neue besorgt. Das sind genau 18 Stück. Da gibt es ja verschiedene Packungen. Ich habe mich jetzt für die beiden entschieden. Da sind alle Farben enthalten. Einmal pastellige Töne und einmal so normale Töne. Und das passt dann genau in die Federmappe rein. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Farbkasten gekauft. Der hat 38 Farben. Den wiederum habe ich bei TK Maxx gefunden. Ja, ich habe jetzt hier einmal alles aufgeräumt, mein Bett schnell gemacht, provisorisch, und die Wäsche, die ich vorhin gewaschen habe, dort reingemacht. Das habe ich heute früh nämlich nicht getan. Und jetzt werde ich mich einmal in das Kinderzimmer begeben. Mein Kind ist in der Zwischenzeit auch zu Hause angekommen und ruht sich jetzt ein bisschen aus. Die ganzen Hefter sind jetzt beschriftet mit Fächern und Namen und es hat perfekt ausgereicht. Also diese 10 Hefter haben ausgereicht, sodass ich die auf beide Kinder aufteilen konnte. Jetzt bin ich einmal dabei, den Stundenplan zu machen. Das mache ich mit dem Programm Canva. Das ist ganz toll. Das ist kostenlos. Ich habe natürlich die Pro-Version, weil ich damit relativ viel mache.
Und das kostet im Monat, glaube ich, 11,99 €. Also es lohnt sich jetzt nicht für Leute, die das jetzt nicht regelmäßig nutzen. So sieht das jetzt aus. Ich habe mir jetzt einmal diesen Stundenplan hier rausgesucht. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich der bleibt. Also natürlich nicht in rosa. Ich würde das dann einmal alles anpassen. Zeitgleich suche ich hier aber an der Seite noch nach mehreren Stundenplänen. Also ihr seht, da gibt es eine riesige Auswahl. Wenn ich jetzt nur alleine Stundenplan eingebe, kommen hier extrem viel Motive und... Ja, zu später Stunde sitze ich jetzt hier noch. Ich habe jetzt das noch fertig gemacht. Wir haben jetzt Abendbrot gegessen und Elias hat ja ein Fußballspiel unter der Woche. Ich habe noch Abendbrot gekocht und jetzt habe ich mit ihm zusammen den Ranzen gepackt und habe das jetzt einmal so nach Fächern unterteilt, ja, damit er das gleich so rausziehen kann. Ich will ihm das noch so ein bisschen zeigen am Anfang. Das ist übrigens der Ranzen, den wollte ich euch auch einmal zeigen, den wir neu geordert haben. Ich habe mir 5 oder 6 Ranzen bestellt und habe mich dann für diesen Sedge entschieden. Der andere, der war zwar neu, den hatte er in der 4. Klasse bekommen, aber der ist dann hier so ganz blöd aufgerissen an der Naht, also hier so dazwischen, dass man den auch nicht nähen konnte. Deswegen haben wir gedacht, wir holen einen neuen. Der war zwar gut, also hatte ich jetzt nichts auszusetzen, aber der ist für die weiterführende Schule besser, weil es einfach ja auch mehr reinpasst. Der hat ja natürlich auch wie diese ganzen anderen dieses Rückenpolster, das was man verstellen kann. Er hat diesen Bauchgurt oder Hüftgurt, den man so drum schießen kann. Man kann das hier oben verstellen, damit es eben gut sitzt. Oder sagen wir mal so, damit es eben eher am Körper sitzt. Hier ist ein kleines Fach an der Seite. Ein Geheimfach. Das ist aber nichts Geheimes drin. Man kann ihn hier an der Seite auch nochmal vergrößern. Dann wird er hier nochmal ein bisschen breiter, weil jetzt noch mehr Schulstoff oder Schulmaterial mit in die Schule wandern sollte. Der ist auf jeden Fall sehr griffig und sehr robust. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Hier vorne kann man sogar einen Ball reinmachen. Also das hier vorne ist so weit dehnbar, dass sein Fußball reinpasst. Braucht man jetzt natürlich in der Schule nicht, aber es ist schon ganz hilfreich. Hier ist noch so ein Netz, das kann ich euch jetzt nicht leider zeigen, weil dann müsste ich das ja alles wieder aufmachen. Ja, und dann eine vordere Tasche mit vielen Fächern. Also hier kann man wirklich super viel reinmachen. Hier kann man Kabel reinmachen, das ist auch nochmal extra geschützt oder ein Schlüssel. Hier gibt es noch ein Netz, also der ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und dann gibt es noch ein nächstes Fach. Da ist die Brotdose drin, die nehme ich nochmal raus. Die wasche ich dann immer jeden Abend mit der Hand ab. Und dann macht ihr jetzt halt seine Brotdosen rein. Genau. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Also ich finde den richtig gut. Also ich habe auch gesehen, dass den sehr viele Kinder haben. Also er scheint auch auf jeden Fall beliebt zu sein. Falls ihr da vielleicht auf der Suche seid. Und jetzt zeige ich euch noch einmal kurz die Federmappe, weil das vielleicht auch einige interessiert. Also mich zumindest erstmal interessiert, wie das so aussieht. Und die ist dreigeteilt. Einmal hier vorne sieht sie so aus. Da hat Elias diese 2 Füller. Der eine ist von Stabilo und der andere auch, sehe ich gerade. Dann hat er diesen Stift, den mag er total gerne. Das habe ich euch, glaube ich, vorhin schon erzählt, diesen Eraser, also den man wieder wegradieren kann. So ein ja, Eraser Pen, glaube ich, heißen die. Dann hier ganz normal von Faber-Castell dieses schwarze Set mit neuem Anspitzer, neuem Radiergummi. Perfekt für das neue Schuljahr. Dann ein Bleistift, das machen wir aber nicht immer neu. Das habe ich jetzt nur für die neue Schule so neu gemacht. Neu. Ein Lineal, da weiß ich nicht, ob ich vielleicht noch ein 30er Lineal besorge. Schere, Patronen. Dann diese Black Edition von Faber-Castell. Ich habe es ja früher geliebt. Da habe ich die 36er Packung genommen. Das zeige ich euch gleich. Er hat ja noch so ein Schlampermäppchen. Und jetzt fülle ich einmal diese Stifte auf. Das waren die, die da noch drin waren. Aber ihr seht, da fehlen ein paar. Die habe ich euch schon gezeigt. Die werde ich jetzt noch damit auffüllen. Dann packe ich das auch ein. Und hoch. Dann bin ich soweit eigentlich durch. Hier habe ich jetzt diese Marker reingemacht, hier vorne. Und das ist jetzt hier noch ja, der Rest vom Schützenfest sozusagen. Also hier sind noch die restlichen Buntstifte dabei und auch so ein Stift zu
zum Wegradieren. Den habe ich ihm mal geschenkt, der Mama von Talia, einen Klebestift und der Rest besteht eigentlich nur aus Feinlinern. Ich werde das Video an der Stelle beenden und freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Folgt mir gerne für mehr. So Schulsachen wird es immer wieder auf meinem Kanal geben, denn ich habe ja 3 Kinder, davon sind 2 schulpflichtig, immer zu unterschiedlichen Themen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.